Heute schreiben wir den 3. Februar 2009. Es ist morgens 6:45 Uhr. Wir befinden uns im Kern der historischen Altstadt, der über 800 Jahre alten Stadt Knittelfeld. Spuren im Schnee, im Neuschnee, wieder einmal, was ich seit 30 Jahren mir anschaue, ist die Frage der Menschenrechte im Strafmaßnahmenvollzug und in der Psychiatrie. Als ein Beobachter, ein Observatorer, und ich stelle den Dienst der Geisteswissenschaft, der Informatik, der Rechtsphilosophie, der Rechtsinformatik zur Verfügung dafür. Heute Nacht habe ich mir ein bisschen wieder durchgeschaut, die aktualisierten Beiträge des von mir sehr geschätzten Herrn Danzinger, also was die menschenverachtenden Erfahrungen in Graz, Verduschung, Abstrafung und so weiter, Landes Sigmund Freud, Klinik, Fallnummer und so weiter, Pflegedirektor Lenhardt, also der neu dazugekommen ist, vor kurzem erst. Dann die Hofburg, der Herr Fischer, was also die äußeren Zustände, also das Pflegepersonal, also was der Danzinger dazu gesagt hat. Also da möchte ich ihm noch einmal Rückendeckung geben. Das ist der Anlass, warum ich heute einmal noch durch Knittelfeld gehe. Das heißt, ich habe diese etwa die neuesten, aktualisiertesten 200 Beiträge kurz durchgenommen heute Nacht. Ich habe gedacht, dass ich das noch einmal bestätigen kann, von der Seite des Volkes, als sehr einfacher, bescheidener Mann, der bereits in den Ruhestand getreten ist. Also, ich arbeite ja nicht mehr offiziell als Informatiker und kann zeigen, dass es wirklich strukturelle Problematik gibt. Und also schauen wir mal de facto an, was man sich in seiner Heimatstadt, die man sehr liebt, erschließen kann durch bildgebende Technik. Das heißt, was wir tatsächlich untermalen können, indem wir durch bildgebende Technik das aufzeichnen, was wir vorfinden. Guten Morgen. Wieder, Sie schaffen immer Schnee, gell? Ja, ja. Das ist meine Winterspur. Jo. Das heißt, man sieht, die Männer haben kein Auto, sie müssen zu Fuß gehen. Die Damen fahren mit Jaguar, mit Audis. Aber alle scheinen nicht Leistungsbezüge zu halten. Die Geschäfte sind relativ geleert. Also, Herr Dr. Danzinger, da kann ich Sie wirklich unterstützen, dass wir ein strukturelles Problem haben und dass wir achten müssen, dass wir jetzt die Pensionisten nicht den Mündigen einsperren in die Forensik der Gefängnisse, der Psychiatrien, und um das Geld sozusagen wegzunehmen und den Jungen Geschöpfen zuzuführen, auf unrechtmäßige Weise. Verstehst? Wenn nichts mehr geht, können die jugendlichen, gut ausgebildeten Magister, Damen auf die Idee kommen, wenn wir durch keine Kapitalbildung mehr es schaffen, dann machen wir eben so, denken wir daran, uns als Dienstleistung auszugeben, vorzugaukeln und dann den alten oder den irgendwie gehandicapten Menschen das ganze Lebensrecht abzusprechen, die 40 Jahre Dienstzeit abzusprechen, wo sie die Pension erreichen konnten und sie einzusperren und dann das Geld zu kassieren. Das heißt, das wäre Hochverrat an die, also was den Generationenvertrag anbelangt. Das heißt, da müssen die Mädchen schon zusehen, dass sie auf ehrliche Weise ihr Geld verdienen. Und nicht, dass sie unschuldige Menschen einsperren. Und das, was halt du, ich darf Sie heute Sie nennen, Herr Danzinger, ansprichst, in über 30 Jahren sehr, sehr guter Arbeit, also sehr humaner, auf sehr humane Weise,
Das heißt, dass wir zum Schluss sagen können, wir müssen versuchen, wirklich durch bildgebende Technik das zu unterstreichen, was wir vorfinden, also den Realismus sozusagen, dass man nicht danach sagen kann, ja, das war nicht so. Wir lebten in einer Welt, wo alles in Ordnung war. Da muss man schon sagen, dass vieles schon nicht mehr in Ordnung. Also, was das Geschäftsleben betrifft, da waren ja vor 10 Jahren noch alles gut laufende Geschäfte. Es ist ja jetzt wirklich strukturproblematisch gesehen nicht mehr so sehr so schön, weil man findet eigentlich sehr wenige Geschäfte, wo noch irgendwas gemacht wird. Also es ist alles leer eigentlich, wenn man schaut, es ist Neuschnee. Und Herr Danziger, du musst zusehen, dass die sehr gefährlich werdenden Zustände, wenn du Elias Canetti noch einmal durchschaust und die anthropologische Seite dazu, dass wir nicht noch tiefer in diesen Kannibalismus hineinstürzen, wo durch diese nicht mehr Zuversicht, die Damen sich gegenseitig die Kinder aus dem Leib schlagen, die Frucht des Leibes töten und anstiften zum Mord. Also ich erlebe das durch Telefonate und durch den täglichen Umgang, was ich zuhöre, so oft, dass ich habe wirklich eine Wut im Herzen, wenn ich das immer mithöre, wie verhust, wie die Mädchen gegeneinander anstiften zum Mord. Und ganz auf gehässige, brutalste Weise und überhaupt nicht mehr nachgeben. Verstehst? Also der einzige beleuchtete, das einzige Objekt, beleuchtete Objekt, die Architektur scheint um 10 vor 7 morgens. Also diese Pracht unserer Kirche zu sein. Und dann schauen wir uns das weiter an. Also ich unterbreche das kurz jetzt einmal und mache dann den nächsten Schnitt. Dann schauen wir, was sich ergibt.